Aloha, lieber Krebs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich hier zu deiner Augustlegung. Und wenn du den Krebs entweder im Sonnenzeichen, Mond, Venus oder aber auch im Aszendent hast, bist du hier vollkommen richtig. Und dann freue ich mich, dich gleich begrüßen zu dürfen. Yes, hello lieber Krebs, schön, dass du dran geblieben bist. Ich begrüße dich hier nochmal zu deiner Monatslegung für den August. Ich werde hier mit dir zusammen aus diesen wunderschönen Shadow and Light Cards eine Karte springen lassen und werde jetzt wie immer nach meiner Karo Art hier mit den Lenny als auch Tarotkarten ein großes Blatt für dich ausbreiten, um zu gucken, was zeigt sich denn hier im Monat August für die lieben Krebsgeborenen. Und wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Hex, Hex. Ja, lieber Krebs, wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Ich hoffe, du kannst das alles gut sehen. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen noch eine Orakelkarte springen lassen. Was begleitet den Krebs durch den August? Was zeigt sich hier für die Krebsgeborenen im August? Und da haben wir sie schon. Ich finde die Karten echt toll von der Bedeutung. Mir gefallen zwar nicht so die Wesen da drauf, aber ich liebe die Bedeutungen. Und wir haben den Gewitterengel. Kollision von Glaubenssätzen, Einstellungen und Stilen. Das gibt's überhaupt nicht. Weil Leute, ich sag euch jetzt mal direkt, ich weiß nicht, was die Karte jetzt sonst noch so aussagt. Ich werde mir das jetzt gleich nochmal ansehen und dann energetisch da aber reingehen. Jedenfalls ist es genau die Aussage, die du sonst noch hier im Outcome liegen hast. Denn wir haben auch hier mit dem Sarg und mit vier der Kelche die Energie, lieber Krebs, dass du gerade sehr stark in Transformationsprozessen bist und dass du die aber wie so ein bisschen ablehnst. Du lehnst ab, dich hier zu verändern. Ich meine, es ist so, dass wir Menschen schon so gestrickt sind, dass wir, es gibt wenig Menschen, die gerne und gut mit Veränderungen umgehen können. Aber Veränderungen bestimmen unser ganzes Leben. Alles, was stagniert, wird sterben. Und alles, was sich nicht verändert und nicht weiterentwickelt, wird sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in uns transformieren. Das ist der Grund, weshalb wir hier in dieser Inkarnation sind, um Erfahrungen zu machen und ums weiterzuentwickeln. Und wenn du das mit vier der Kelche aber ablehnst, dann entsteht da natürlich ein sehr, sehr ungutes Gefühl der Inkohärenz zwischen Herz und Verstand und eben natürlich auch die Kollision von Glaubenssätzen, Einstellungen und Stilen. Denn wenn man sich dagegen wehrt, sich zu verändern, dann wirst du einfach ein Chaos in deinem Leben produzieren, weil du dich innerlich veränderst, ohne es sozusagen zu wollen. Und somit verändert sich nach einer recht langen Zeit im Außen dann auch die Dinge. Und wenn du aber immer und stetig in der Ablehnung bist, dann kannst du das nicht annehmen. Und dann kann es schon sein, dass du hier wütend wirst, dass du frustriert bist, dass du hier vielleicht auch einfach an diese Energie an anderen Menschen auslässt, die überhaupt nichts dafür können, nur weil du dich wehrst, in diese lunare Energie zu gehen. Haben wir hier den Mond liegen? Leider nicht. Allerdings ist der Mond hier auf jeden Fall für mich auch zu sehen, denn es ist nämlich die Energie der Annahme, der Weiblichkeit und des lunaren Prinzips, eben Dinge so anzunehmen, wie sie sind, so wie sie kommen. Und ohne dass dein Verstand oder dass dein bisheriges Wissen da sozusagen dazwischen funkt. Also eins der wichtigsten Dinge, die diese Karte der Gewitterengel noch dir sozusagen überbringen möchte, ist, das ist das Gesetz der Wahrheit. Es kann schon sein, dass du jetzt im August und auch schon etwas davor in vielen Konflikten in deinem Leben bist oder auch viel Streit oder Ärger so in deinem Umfeld hast. Und es ist jetzt so eine Energie, die sich jetzt freisetzt, weil hier sehr viel angestaut
wurde über die Zeit und das möchte sich jetzt sozusagen entladen. Das ist ja genauso, interessanterweise hat es auch eben gerade gewittert. Wenn eben warme und kalte Luftmassen aufeinander stoßen, dann kommt es zu einem Gewitter und so ist es, wenn gute und böse oder gute und schlechte Glaubenssätze sich hier vereinen und dann irgendwann, das ist halt einfach ein Schwelen unterhalb der Wasseroberfläche und irgendwann macht es halt einfach einen Knall, damit sich diese Energie entladen kann. Das Gute daran ist, dass die Wahrheit jetzt hier ans Licht kommt und vielleicht kennst du ja auch den Spruch, ein Gewitter klärt die Luft. Und vielleicht ist es hier einfach wirklich mal wichtig. Und jetzt komme ich auch mal direkt zu dem, was mir jetzt so als allererstes auffällt, denn wir haben hier im Haus des Mannes die Berge und ich sehe auch mit 10 der Münzen und mit den Fischen und hier auch noch mit dem König der Kelche, dass es hier ganz um sehr, sehr tiefe Gefühle geht, die du hier für deinen Partner hast oder falls du jetzt hier als Single zusiehst, es hier scheinbar einen Wunschpartner gibt oder noch jemanden aus deiner Vergangenheit, für den du noch sehr, sehr starke Gefühle hast. Und diese Person oder dieser Mensch ist gerade blockiert in deiner Richtung zu gehen. Vielleicht hast du ihn tatsächlich blockiert auf Social Media tatsächlich oder aber er ist blockiert vom Leben, weil du selbst blockiert bist hier mit dem Gewitterengel. Na, das hatten wir jetzt gerade schon gesagt. Du nimmst gerade nicht deine Situation an, wie sie ist. Und wie soll ich es am besten sagen? Diese Mondenergie, die ich hier sehr stark wahrnehme, die ist eben die der Annahme. Und versuch's doch einfach mal aus, lieber Krebs, indem du mal einen Tag dir wirklich vornimmst, all das, was dir im Außen widerfährt oder was du eben auch rausgibst und die Reaktion darauf, dass du das einfach mal annimmst, ohne dagegen zu gehen, ohne dagegen zu diskutieren oder irgendwie dagegen dich zu sträuben, sondern einfach mal in die reine Annahme zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass dir jetzt alles egal werden soll und dass du sozusagen immer alles abnickst und so ein Ja-Sager wirst. Das wirst du eh nicht, lieber Krebs. Aber du weißt vielleicht auch, was ich meine. Es ist für deine eigene, für dein eigen, du bist für dein eigenes Mindset zuständig. Und kein Mensch auf dieser Welt, nicht mal wenn du den tollsten Mann oder die tollste Frau deines Lebens hast, kann dir helfen, aus dieser Energie herauszukommen. Sondern nur du kannst mit deiner Schöpferinnen-Energie hier eben dein Leben zu dem nice geilen Leben formen, was eben auch jedem Mensch tatsächlich auch zusteht. Und das ist auch bei dir sehr zentral hier zu sehen, genau dieses Thema. Dann höre selbst, sprich hier durch die Karten, durch meine Karten mit dir. Die hohe Priesterin legt sich hier hin und sagt: Lieber Krebs, ich möchte, dass du jetzt einen Neuanfang startest. Ich möchte, dass du jetzt deine neuen Skills, deine neuen Attribute, die du dir durch Erfahrungen, Sammlung aufgebaut hast, die du vielleicht durch viel Grübeln, durch viel Aneignen von Wissen, durch Literatur oder Geschichte oder andere Dinge, Spiritualität, Esoterik, dir angeeignet hast, dass du dir das jetzt zunutze machst, also dass du auch lebst, wonach du vielleicht auch manchmal strebst. Und dass du hier diesen Transformationsprozess, in dem du jetzt gerade steckst, dass du den auch genauso annimmst, wie er ist. Und jeder dieser Zuschauer hier auf meinem Kanal wird dir mit 100% bestätigen, dass kein Transformationsprozess leicht ist und dass es immer auch mit schmerzhaften Phasen verbunden ist und auch immer etwas nicht nur mit der Annahme zu tun hat, sondern auch vor allem auch mit dem Loslassen. Denn bevor wir was Neues annehmen können, müssen wir erstmal den Raum schaffen durch Loslassen von alten Dingen, damit es überhaupt in unser Leben kommen kann. Und darum geht es hier. Und jetzt komme ich auch mal direkt noch zu den anderen Karten. Du hast hier mit 8 der Kelche nämlich genau diese Energie. Du drehst dich hier schweren Herzens jetzt von etwas weg, aber eigentlich bist du immer noch voll im Widerstand.
Aber im Grunde liegt das Glück hier schon bereit für dich. Es ist parat. In dieser Zeitlinie, in der alles gut und positiv für dich läuft, die existiert genauso wie die Zeitlinie, wo du dir gerade selber Steine in den Weg legst und dir selber eben sozusagen der größte Feind bist, ja. Und ich sehe ja auch, lieber Fischeme ach, lieber Fischemensch, lieber Krebs, dass hier mit der Karte Fische hier auch deine Emotionen und deine Gefühle hier sehr stark angesprochen und getriggert werden. Und dass das genau das ist, was so sehr an dir nagt, ja. Dass du hier vielleicht wirklich wie der Ritter der Schwerter hier gerade durchs Leben gehst. Du hast die Ellenbogen nach draußen, du achtest nicht darauf, was andere für Bedürfnisse haben. Vielleicht trampelst du so durch dein Leben, nur weil du gerade selber in deinem Transformationsprozess unzufrieden mit dir bist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt mal in dem Bildnis der Metamorphose eines Schmetterlings jetzt hier mal diese Legung betrachtest, dass du gerade in dieser Verpuppungsphase von der Raupe in den Kokon bist, also dass du sozusagen Platz genommen bekommst, dass du gerade dein Wesen komplett veränderst, ja, und dass das eben so schmerzhaft für dich ist, weil du vielleicht so stur bist oder so eingefahren bist und auch so viele Menschen noch um dich herum hast, die dich noch in dieser alten Welt, sage ich immer, noch halten, beziehungsweise dich da noch pushen, weiterhin den Fokus auf materielle Dinge, auf Reichtum und auf Schönheit zu legen, anstatt auf innere Werte, die hier viel wichtiger wären. Deine hohe Priesterin hier, dein höheres Selbst, sagt hier: Ich möchte, lieber Krebs, dass du endlich verstehst, dass deine Gefühle und deine Innenwelt alle Lösungen beinhaltet, die du sozusagen jemals als Frage an das Leben hattest. Und das eben auch mit Sicherheit. Und dass all die Konflikte und Meinungsverschiedenheiten und auch dieser Ärger und diese Wut und dieser Zorn, ich nehme hier auch viel Zorn wahr, dass das einfach jetzt sozusagen an der Zeit ist, das loszulassen. Und das Schöne ist, dass diese Karten hier auch schon predikten, also sozusagen vorhersagen, dass du auch in diese Richtung gehen wirst. Natürlich wird es für einige von euch längere Zeit dauern, wie für andere. Deswegen rufe ich ja auch jeden von euch auf, auch einfach, wie gesagt, selbst und sehr ehrlich auf euch selbst zu schauen. Wenn ihr an euch selbst arbeitet, werdet ihr sehen, und ich kann das nur von mir selber sagen, dass ihr die schönsten, liebevollsten, bereicherndsten Beziehungen zu Menschen führen könnt, dass ihr in Reichtum, Fülle und absoluter Glückseligkeit leben dürft und könnt, weil das so für jeden Mensch von uns vorherbestimmt ist. Und du bist deines Glückes Schmieds. Und ich sehe auch, lieber Krebs, dass für dich hier auch noch mal eine alte Sache nach oben kommen wird, nämlich hier gab es mal einen Tourmoment bei dir in der Vergangenheit. Es kann schon Monate zurückliegen, für andere vielleicht sogar über ein Jahr. Und hier wird sich aber, Achtung, in der ersten Augustwoche für dich, lieber Krebs, etwas sehr, sehr plötzlich, also wirklich von jetzt auf gleich zeigen. Und es hat hier etwas mit dieser Beendigung, mit einer Kündigung, mit einer Auflösung von einer Sache zu tun, die dich damals richtig stark getroffen hat. Vielleicht hat dir dein Arbeitgeber gekündigt vor ein paar Monaten oder Jahren und du hast es bis heute nicht verkraftet, oder du warst hier mit deiner großen Liebe, denn wir haben auch hier den Bär in der Legung, der ja auch für Seelenpartner steht. Und wir haben den König der Kelche, der ebenfalls für sehr tiefe und sehr maßgebliche gefühlvolle Energien steht, dass du hier vielleicht wirklich auch mal mit einem Seelenpartner verbunden warst oder auch immer noch bist, aber du gerade sehr häufig hier in Konflikten bist. Und aufgrund dieser Konflikte gab es hier eben hat man sich eben dazu entschieden, jemanden zu verlassen, etwas zu beenden oder eben auch einfach, ja, wie auch schon bei Acht der Kelche, sich einfach von etwas wegzubewegen. Und jetzt im August ist es aber an der Zeit, hier auch so dieses Geben und Nehmen in dieser Sache mal
in der Retrospektive zu betrachten. Das bedeutet, dass du jetzt einige Zeit danach auf diese Sache mit einem ganz anderen Fokus achten, blicken kannst und auch blicken solltest, ja. Und dazu raten dir nämlich hier unbedingt die Karten und vor allem auch dein höheres Selbst. Und wenn du nicht an dein höheres Selbst glaubst, dann vielleicht an deinen Schutzengel oder von mir aus nenn es auch Gott, dass hier eben auf jeden Fall deine Gefühle und Emotionen dich in diese Richtung bringen möchten, dass du hier eben in Frieden und Harmonie auch lieben kannst oder leben kannst. Und es hier aber auch wichtig ist, dass du das nicht nur in dir selber begreifst, sondern auch, dass du dieses liebevolle Wesen auch nach außen ausstrahlst. Und wenn du dich jetzt schon die ganze Zeit darüber ärgerst, wie sehr ich dich hier betitel, weil, also ihr Krebse könnt schon richtig unter der Gürtellinie Kommentare auch schreiben. Aber dann sehe ich ja immer, dass ich genau richtig liege mit den Aussagen, die ich so treffe. Ist es nämlich auch hier wichtig, einfach mal auch mal Kritik anzunehmen und sich dem auch einfach mal in die Annahme zu gehen. Und wenn du aber sagst, das bin hier nicht ich, sondern das ist mein Gegenüber, das ist mein Ehemann, mit dem ich schon seit über 20 Jahren verheiratet bin, das ist meine Dualseele, das ist mein bester Freund, der für mich eine super große Rolle in meinem Leben spielt, das ist dieser Mensch, der hier Ärger, Wut und Zorn in meinem Leben verbreitet, ja, dann ist dir dieser Mensch aber ein Spiegel und dann kannst du auch nicht, lieber Krebs, diese Energien komplett von dir weisen, sondern sie möchten auch dir etwas aufzeigen. Und ich meine es ja nur gut, ich nehme mir hier sehr viel Zeit für euch und sehr viel Liebe und Mühe stecke ich hier in meine Kartenlegungen, anders wie so andere Kartenlegerinnen. Das vergleiche ich jetzt einfach mal, weil es einfach Fakt ist. Und ich bin sehr stark daran interessiert, dass sich jeder Mensch weiterentwickelt, in Transformationsprozesse kommt. Und wenn du dich jetzt gerade darin befindest und du findest es super unangenehm, dann wisse, das ist so für dich vorbestimmt. Und du hast das Schlimmste jetzt schon hinter dir. Und jetzt kommt sozusagen dieses Gewitter im August nochmal, um dir das bewusst zu machen. Hier kommt diese Sache, die so stark an dir nagt, nochmal nach oben. Und lieber Krebs, auch für dich gilt hier nochmal, wenn du Probleme mit deinen Zähnen, mit deinem Skelettsystem, Sehnen oder Muskeln hast, dann solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel Wut und Ärger und Zorn oder Frust irgendwie hast, weil du zum Beispiel gesundheitlich gerade angeschlagen bist und nicht so kannst, wie du möchtest, dann ist es auch hier nur zuträglich, wenn du diese Sache annimmst, wie sie ist. Manche Dinge können wir und sollen wir auch einfach nicht ändern. Es geht dann rein um das Prinzip der Annahme. Und mit dem Ass der Kelche, lieber Krebs, bekommst du eine Chance im August, mit der du am allerbesten von allen Zeichen umgehen kannst. Ich finde, dass nicht mal Fische oder Skorpione so gut mit Gefühlen und Emotionen umgehen können wie du, weil du nämlich auch die Sensibilität des Fisches in dir trägst und auch den Tiefgang des Skorpions. Aber, lieber Krebs, du hast aber eben auch die adäquate Handlungsweise und du kannst vor allem auch gut differenzieren, was gerade wichtig ist und was vielleicht noch ein bisschen warten darf. Ja, also du bist auch sehr gut im Organisieren und auch gut in der Selbstorganisation und vor allem kannst du diese Gefühle und Emotionen, die hier ein Mensch auf dich projiziert, mit einem Angebot hier auf dich zukommen wird, damit kannst du hier am besten umgehen, aber eben auch, indem du hier in die Annahme gehst. Dann, lieber Krebs, liegst du hier selbst im Kartendeck, in der zweituntersten Reihe und du schaust hier auch schon sozusagen nochmal zurück in die Vergangenheit und du möchtest aber eigentlich deinen Fokus auf die Zukunft richten. Aber du weißt, damit du diesen Neuanfang machen kannst, gibt es eben hier noch eine Sache aus der Vergangenheit, die dich eben noch triggert, die dich eben auch in diese Energien des Gewitterengels bringt. Und lass diese sich jetzt einfach entladen. Und ich gebe dir auch den Tipp, lass das bitte nicht an den Menschen aus, die du liebst oder die dir
sehr wertvoll sind, sondern dann fahr lieber irgendwo in den Wald und schrei rum. Oder was ich auch manchmal mache, ist einfach mich am Lenkrad festhalten am Auto. Es hilft nämlich auch ungemein, wenn man sich irgendwo festhält und dann so fest und so laut schreist, wie auch immer du kannst. Und das, du wirst sehen, wenn du das einfach so mal integrierst in dein Leben, dann schaffst du es nämlich auch nicht, den Menschen vor den Kopf zu stoßen, für die du hier nämlich so tiefe Gefühle entwickelt hast oder sogar diese sogar sich noch weiterentwickeln, denn auch deine Gefühle transformieren sich ja auch hier gerade, ja. Und vielleicht ist es ja auch so für dich, du hast hier die Herrscherin als letzte Karte liegen, dass du sogar sagst, du bist sogar bereit, dich jetzt aus deiner letzten Verbindung zu lösen, weil dieser Mann oder diese Frau einfach nicht mehr zu dir passt, weil du dich so stark verändert hast. Und du siehst einfach, dass dieser Mensch nicht im gleichen, in dieser gleichen Geschwindigkeit vorankommt wie du und dich sozusagen ausbremst, dann solltest du unbedingt eben, wie gesagt, nochmal gerne zurückschauen und gucken, was kannst du hier noch verändern, damit du dann eben genau dieses nice, geile Leben auch hier mit The Fool, mit dem Richtungswechsel, mit den Störchen hier einleiten kannst und eben vor allem auch all die Attribute und all die Skills, die du als Herrscherin besitzt und auch als Herrscher, wenn du als Mann zusiehst, dass du dir die eben auch zunutze machst, dass du dein Leben eben zu einem nice, geilen Leben machst, ja, und dich hier nicht unter den Scheffel von jemand anderem stellst oder es nicht zulässt, dass andere vielleicht so mies mit dir umgehen, nur damit du klein gehalten wirst, ja. Okay, lieber Krebs, ich wünsche dir, und jetzt möchte ich ganz kurz noch hier was zu den Beziehungen nochmal sagen, wenn du hier ebenfalls mit einem Wasserzeichen verbändelt bist, Fische, Krebs, Skorpion, dann sehe ich hier, dass du wirklich mit diesem Mensch eine Versöhnung anstreben kannst oder diese eben auch auf jeden Fall im August noch sich für dich umsetzen wird, aber erst dann, wenn du eben deinen Transformationsprozess in dir einfach annimmst, wie es jetzt ist, ja? Und wenn du 5 Kilo zugenommen hast und du dich richtig mies und schrecklich findest deswegen und du dir denkst, mein Partner findet mich jetzt dadurch nicht mehr schön genug und das ist der Grund, warum wir uns vielleicht auch ständig streiten, das was weiß ich, warum ich jetzt gerade dieses Beispiel hier gefunden habe, dann ist es natürlich auch totaler Quatsch. Und auch hier ist es wichtig, erstmal in die Annahme zu gehen. Und dann kannst du ja immer noch etwas tun, dass du zum Beispiel wieder abnimmst oder dass du zum Beispiel einfach wieder positiver denkst. Du bist jede Sekunde deines Lebens dein Schöpfer. Okay, ich lasse es jetzt einfach so stehen, wie es ist. Lieber Krebs, ich wünsche dir einen wundervollen August. Ich wünsche dir wunderschöne, tiefe Transformationsprozesse. Und du wirst sehen, spätestens wenn du als Schmetterling deine Flügel ausbreitest, dann wirst du es lieben, dass du durch diese Phase gegangen bist. Und dann wirst du mich sogar vielleicht dafür lieben, dass ich jetzt das ein oder andere ernste Wort hier mit dir gesprochen habe oder dir einfach mal eine neue Perspektive aufzeigen wollte, beziehungsweise dass die Karten für dich wollten. Ich wünsche dir alles Liebe. Gib mir bitte einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Teile es auch gerne mit Freunden oder auf deinen Social Media Kanälen und wir sehen uns ganz bald wieder. Namaste.